Hallo liebe Handarbeiterinnen, alle Helfer und Helferinnen der Aktion Schmetterlingskinder. Heute gibt es die Bedarfsmeldung für den Dezember 2013, die dann auch noch in den Januar 2014 hineinreichen wird. Und heute mal ohne Videomaterial, einfach deshalb, weil sich an der Bedarfsmeldung vom November fast nichts geändert hat. Das bedeutet, in einer hohen Priorität 1.1 Plus steht immer noch jedwede Sternenkinderkleidung in Größe 2. Und in einer normalen Priorität 1 jedwede Sternenkinderkleidung in Größe 3. In Priorität 2 stehen weiterhin die Abschiedskarten in DIN A5. Bitte schaut euch da unser letztes Video für die Bedarfsmeldung, also die Bedarfsmeldung für den November an. Da ist das nochmal ganz genau erklärt. Wenn ihr das also noch nicht geschaut habt, bitte schaut es euch an, dass ihr wirklich wisst, welche Art von Abschiedskarten gemeint ist, weil eben nicht Abschiedskarten allgemein gemeint sind, sondern weiterhin nur die in diesem Format DIN A5. In Priorität 3 haben wir die Regenwurmstöckchen und Windeln, aber nur in ganz hellen Farben. Auch das ist in dem vorangegangenen Video, Bedarfsmeldung November 2013, genau erklärt. Also bitte schaut euch dieses Video an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und in Priorität 3 stehen außerdem auch weiterhin die Decken ab mindestens 40 auf 40 cm und bis zu 60 auf 60 cm. Es gibt auch weiterhin einen Kontrabedarf. Bitte schickt uns keine Decken unter 40 auf 40 cm. Keine Mützchen und bitte keine Größe 1. In den letzten Wochen ist hier leider wieder einiges an Größe 1 angekommen, obwohl das ja wirklich nur ganz, ganz leicht aus dem Kontrabedarf genommen war und wir nur gesagt haben, bitte nicht fertigen, grundlegend, es gibt keinen Bedarf, aber wenn ihr eben jetzt nur ein bisschen Wolle oder ein bisschen Stoff habt, könnt ihr das auch mal wieder schicken. Aber da jetzt doch wieder im Verhältnis dazu viel zu viel Größe 1 gekommen ist, fast so, als hätten wir das in eine Priorität 1 oder 2 gepackt, müssen wir das wieder in den Kontrabedarf setzen, weil es einfach zu viel ist. Leider ist in den letzten Wochen nicht so viel angekommen, was so super dolle am Bedarf orientiert gewesen wäre, wie das in den vorherigen Monaten der Fall gewesen ist. Deswegen hat sich eben die Bedarfsmeldung jetzt auch nicht verändert. Ich wiederhole noch einmal ganz kurz. Priorität 1 plus alle Sternenkinderkleidung in Größe 2, Priorität 1 alles in Größe 3, Priorität 2 Abschiedskarten in DIN A5, Priorität 3 Regenwurmstöckchen und Windeln in ganz hellen Farben und Decken ab 40 auf 40. Bitte keine Decken unter 40 auf 40 schicken, keine Mützchen und keine Größe 1. Das war dann auch schon die Bedarfsmeldung für den Dezember 2013, also die letzte Bedarfsmeldung für dieses Jahr. Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit und werden uns ganz sicher noch einmal mit dem Paket des Monats und falls nicht, aber auf jeden Fall noch einmal mit unseren Weihnachtsgrüßen und dem Jahresresümee hier auf YouTube bei euch melden.